بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ersuchen uns seinen Segen durch die Erwähnung seines Namens, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns diesen Unterricht annimmt. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sein auf unseren Propheten Muhammad und auf seiner Familie und seinen Anhängern bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde, noch ein Vater für die Sünde seines Sohnes. Wir machen inshallah ta'ala heute mit der vierten Sitzung weiter, Kitab al-Tahara, Band Nummer 1. Und wir waren stehen geblieben und bei den Wasserarten und Kapitel 226, Wassermenge, die durch Najasa nicht verändert wird. Und wir haben uns am letzten Mal unterhalten über die unterschiedlichen Meinungen der Ulama in Bezug auf Wasser, das relativ wenig ist, beziehungsweise relativ viel ist, und ob es verändert wird durch Najasa, die hinzugefügt wird. Und wir haben den berühmten Hadith über die zwei Qulla besprochen und die Ansichten der Gelehrten dargelegt. Und wir machen Schadhala weiter, jetzt beim Kapitel 2.2.6.2 unter Überschrift Najasa berührt geringe Menge Wasser. Der Autor sagt, hier geht es beispielsweise um ein totes Tier, welches das Wasser am Rand berührt. Manche Gelehrte bezeichnen solches Wasser als Najis, das sind die Hanbaliya. Richtigerweise hängt es jedoch davon ab, ob sich eine Eigenschaft des Wassers verändert hat oder nicht. Weil das ist aufgebaut auf dem Kapitel zuletzt, wie wir gesagt haben, der Hadith über die zwei Qulla, da geht es richtigerweise wesentlich, grundsätzlich nur darum, ob Wasser eine seiner drei Eigenschaften verändert hat oder nicht verändert hat. Der Geruch, der Geschmack und die Farbe. Diejenigen Ulama, die allerdings einen Unterschied machen zwischen der Menge des Wassers, ob es zwei Qulla überschritten hat, erreicht hat, zwei Qulla erreicht hat oder nicht erreicht hat, für sie natürlich ist solches Wasser Najis. Denn wir haben eine geringe Menge von Wasser, also gering heißt weniger als zwei Qulla, und berührt etwas, was Najis ist, wie in diesem Fall ein totes Tier. Also urteilen Sie, dass dieses Wasser Najis ist, egal ob die Eigenschaften sich verändert haben oder nicht. 2.2.6.3, die ersten beiden Waschvorgänge zur Najasa-Entfernung. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass eine Najasa, wie etwa Urin an der Haut, durch dreimaliges Waschen entfernt werden muss. Das heißt, nach ihrem Urteil ist die Haut erst tahir, wenn nach dem dritten Waschvorgang nichts mehr von der Najasa übrig ist. Diejenigen unter Ihnen, die einen Unterschied zwischen viel und wenig Wasser machen, betrachten das Wasser nach dem ersten und zweiten Waschvorgang als Najis, da es wenig ist und mit Najasa in Berührung gekommen ist. Nach korrekter Ansicht des Wassers Tahur, es sei denn, es habe sich verändert. Leichte Veränderung der Wassereigenschaften. Wir unterscheiden, ob eine Veränderung der Wassereigenschaften deutlich ist oder nicht. Also das heißt, zuvor haben wir immer gesagt, ganz klar, Urin hat Tahur-Wasser verändert. In Hinsicht des Geschmacks, des Geruchs und der Farbe, dadurch ist Najis geworden. Wir haben in klarem Wasser eine Tomate gekocht. Dadurch hat sich eindeutig die Farbe, der Geruch und der Geschmack des Wassers verändert. Und dadurch das Wasser ist nicht mehr Tahur. Das war die Ausgangssituation. Allerdings unterscheiden die Gelehrten auch zwischen dieser deutlichen Veränderung der Wassereigenschaft und leichter Veränderung. Wir unterscheiden, ob eine Veränderung der Wassereigenschaften deutlich ist oder nicht.
Deutlich ist sie dann, wenn man das Wasser nicht mehr als Wasser bezeichnen kann, ohne auf die Veränderung hinzuweisen. Deutlich ist es dann, wenn das Wasser nicht mehr als Wasser bezeichnet werden kann, ohne auf die Veränderung hinzuweisen. Wird dem Tahur Wasser ein Tahir-Wasser beigemischt, wie zum Beispiel Rosenwasser, sodass sich der Geruch deutlich verändert, ist das Wasser ab sofort Tahir und nicht mehr Tahur. Ähnliches gilt, wenn Najis-Wasser hinzugefügt wird, wie zum Beispiel Wasser, das durch Schweineblut verunreinigt ist. Nur, dass es in diesem Fall nicht Tahir, sondern Najis wird. Sollte sich das Tahur-Wasser allerdings nur leicht verändert haben, sodass man es trotz der Veränderung als Wasser bezeichnen kann, ohne darauf aufmerksam machen zu müssen, dass es verfärbt ist, bleibt es Tahur. Es gibt leichte Veränderungen von Wasser, wie zum Beispiel Wasser, das sich in einer Schale befindet und dadurch leicht metalligen Geschmack oder Geruch angenommen hat. Diese leichte Veränderung ist keine Veränderung, durch man sagen kann, dieses Wasser ist Wasser, das nach Metall schmeckt. Nein, es hat diese leichte Färbung oder diese leichte Geschmacksveränderung. Aber wenn jemand sagt, das ist Wasser und verkauft es dir als Wasser, ist das vollkommen in Ordnung. Im Gegensatz zu jemand, der Rosenwasser gegossen hat in klares Wasser und sagt, hier, ich verkaufe dir klares Trinkwasser. Das ist dann kein Trinkwasser mehr oder beziehungsweise kein klares Tahurwasser mehr, sondern es ist dann Rosenwasser geworden durch diese Veränderung. Das ist der Unterschied zwischen leichter Veränderung und, wie sagt man, deutlicher Veränderung. 2.2.8. Wasser, das für eine Tahara verwendet wurde. In diesem Abschnitt geht es um Wasser, mit dem jemand eine Tahara durchführt und es dabei auffängt. Nun stellt sich die Frage, darf dieses Wasser noch einmal für eine Tahara verwendet werden? Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, machen hier Fallunterscheidungen. Manche von ihnen machen zumindest Fallunterscheidungen. Schauen wir uns das an. Erste Fallunterscheidung: Wasser, mit dem eine freiwillige Tahara durchgeführt wurde. Eine freiwillige Tahara ist zum Beispiel, wenn ein Mutawaddi, das ist jemand, der Wudu hat, den Wudu vollzieht. Oder auch der zweite und dritte Waschgang beim Wudu. Weil wenn jemand Wudu schon hat und vollzieht den Wudu danach noch einmal, dann ist dieser Wudu freiwillig. Oder wenn jemand noch kein Wudu hat, dann ist der erste Waschvorgang beim Gesicht, bei den Händen, Armen und so weiter, ist Pflicht. Aber der zweite und der dritte ist freiwillig. Deswegen hier der Hinweis darauf. Dasselbe gilt, wenn jemand den Freitagsrusl vollzieht, vorausgesagt, man trachtet es als Sunna. Freitagsrusl, die meisten Ulama sagen, er ist Sunna. Deswegen, das Wasser, das davon aufgefangen wird, ist das Wasser, das übrig bleibt nach einer freiwilligen Tahara. Weil das ist der Fall, den wir uns jetzt gerade betrachten. Was ist mit solch einem Wasser? Nach manchen Gelehrten ist die Verwendung solchen Wassers makruh, da nicht eindeutig ist, ob das Wasser noch tahur ist oder nicht. Das heißt, es wurde nämlich, das heißt, sie gehen davon aus, wenn jemand den Wudu vollzieht, ein Pflicht-Wudu vollzieht, eine Pflicht-Tahara vollzieht, dass das aufgefangene Wasser nicht mehr tahur ist. Die Frage ist, gilt das jetzt auch für eine freiwillige Waschung? Manche sagen ja, manche sagen nein. Und diese Unklarheit, wenn es unklar ist, was ist die Ausgangslage ist, dass das Wasser Tahur ist. Und ich kann nicht sagen, dass das Wasser Tahur geworden ist, außer mit einem klaren Beweis. Deswegen sagen sie, es ist gültig, aber aufgrund dieser Meinungsverschiedenheit ist es makruh. Und es ist also besser, es zu vermeiden. Diese Ansicht ist darauf aufgebaut, dass das Wasser durch die Verwendung einer Wajib Tahara den Status Tahur verliert, wie gerade eben erklärt. Wenn wir sagen, dass manche Gelehrte das so sehen, so gibt es andere, die das anders sehen. Das heißt, die zweite Ansicht automatisch ist, dass das Wasser Tahur bleibt.
Und ich brauche nicht jedes einmal darauf hinweisen, dass wir bereits zuvor schon die Regel klar aufgestellt haben beim Hadith über die zwei Qulla, was für uns richtigerweise relevant ist. Das heißt, für diese ganzen Fallunterscheidungen, die wir jetzt uns betrachten, sind nach unserer Ansicht nicht mehr relevant. Aber trotzdem wird darauf hingewiesen, denn diese Ansichten sind aufgebaut auf diejenige Ansicht, dass Wasser sich auch dann verändert, wenn es wenig gewesen ist. Beziehungsweise wenn es viel ist und eine seiner Eigenschaften sich verändert hat. Tahur-Wasser, mit dem eine Wajib-Tahara durchgeführt wurde. Sollte jemand mit Tahur-Wasser eine Wajib-Tahara, das heißt Wudu oder Ghusl, durchführen, stellt sich die Frage, ob das übrig gebliebene Wasser hinterher noch Tahur ist oder nicht. Es geht also nicht darum, dass jemand sich mit aus dem Hahn fließendem Wasser reinigt, sondern derjenige füllt zunächst Wasser in einen Eimer und schöpft dann daraus. Erste Ansicht. Die meisten Gelehrten sagen, dass das Wasser nun Tahir nicht mehr Tahur ist. Und sie stützen sich auf folgenden Hadith. Humayd al-Himyari, rahimahullah, sagte: Ich traf einen Mann, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam 4 Jahre lang begleitete, ebenso wie ihn Abu Huraira radiallahu anhu begleitete. Er sagte, das heißt, dieser Mann, dessen Namen wir nicht kennen, aber er ist ein Sahabi, deswegen stört uns die Unwissenheit über ihn nicht, wer das ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass eine Frau sich mit dem restlichen Wasser eines Mannes wäscht oder auch ein Mann sich mit dem restlichen Wasser einer Frau wäscht. Musaddad fügte in seiner Version hinzu, sie sollen gleichzeitig schöpfen. Das heißt, fügte in seiner Version hinzu, das heißt in seiner Überlieferung über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sie verstehen das Verbot so, dass das Wasser durch die Verwendung für eine Wajib-Tahara seine Tahur-Eigenschaft verliert. Das heißt, sie sagen, der Prophet a.s. hat es deswegen verboten, weil das übrig gebliebene Wasser nach der Waschung, in diesem Hadith nach dem Ghusl, ist nicht mehr Tahur. Und wenn es nicht mehr Tahur ist, dann ist es Najis. Beziehungsweise Tahir, also auf jeden Fall nicht mehr Tahur. Das ist die erste Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und sie wird Ali ibn Umar über sie überliefert. Und es ist eine Überlieferung über Imam al-Auza'i, al-Zuhri, Makhul, al-Hasan al-Basri. Die bekannte Ansicht der Malikiyya, eine Aussage der Schafi'iyya, eine Überlieferung bei der Hanabila, der Madhhab al-Zahiriyya und von Sheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahumullah ta'ala. Also die Mehrheit der Gelehrten vertritt diese Ansicht. Nach der zweiten Ansicht, Entschuldigung, das wie heißt es, die erste Ansicht war die zweite Überlieferung über Abu Hanifa, die Ansicht der Schafi'i und der Hanbaliyya. Das war die Ansicht gerade eben. Die zweite Ansicht war die Namen, die ich gerade eben zuerst erwähnt hatte. Nach der zweiten Ansicht bleibt das Wasser Tahur. Sie stützt sich auf folgende Ayah. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Wir haben vom Himmel reinigendes Tahur-Wasser herabgesandt. Jetzt stellt sich die Frage, was hat dieser Vers mit dieser Angelegenheit zu tun? Die Antwort lautet: Sie leiten daraus ab, dass Wasser Tahur ist und auch nach mehrmaliger Verwendung Tahur bleibt. Weil sie sagen, die Ausgangslage ist, Allah sagt, das Wasser auf dem Himmel ist Tahur. Was ist euer Beweis dafür, dass es nicht mehr Tahur ist? Okay. Die Gegenseite hat ja schon den Hadith erwähnt, den wir gerade eben erwähnt haben, richtig? Von Humayd al-Himyari. Weil deswegen erwarten wir jetzt von dieser zweiten Ansicht eine Antwort auf diesen Hadith.
Sie leiten daraus ab, dass Wasser Tahur ist und auch nach mehrmaliger Verwendung Tahur bleibt, weil es immer noch das Wasser, was Allah vom Himmel herabgesandt hat. Dasselbe entnehmen Sie dem bereits zitierten Hadith von Abu Sa'id al-Khudri. Okay, schauen wir uns an, was ist mit dem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri gemeint. Kehren wir zurück. Das ist der Hadith, der eingangs erwähnt worden ist. Und zwar, er sagte, radiallahu anhu, jemand fragte den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, dürfen wir aus dem Brunnen Boda'a Wudu nehmen, obwohl in diesen Brunnen Hundefleisch, Menstruationsblut und Verfaultes geworfen wird? Er antwortete, das Wasser ist Tahur und wird grundsätzlich durch nichts najis. Für auch hier dieser Hadith beweist, dass die Ausgangslage beibehalten wird, solange es keinen Grund gibt, dieses Wasser für nicht mehr Tahur zu erklären. Das ist der zweite Beweis. Sie benutzen die Ayah als Beweis und sie benutzen ebenfalls, wie wir gerade gesehen haben, den Hadith als Beweis. Des Weiteren stützen sie sich auf eine Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Warum sagt man anhuma? Möge Allah in beiden zufrieden sein, nicht nur anhu. Weil es heißt, der Sohn von Abbas. Also sobald man sagt, der Sohn von Abbas, dann ist damit Abdullah gemeint. Aber das sind ja beide Sahabi. Abdullah ist ein Sahabi und auch sein Vater Abbas ist ein Sahabi. Deswegen sagt man anhu ma. Wonach der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Ghusl eine Stelle sah, an die das Wasser nicht gelangt war, daraufhin presste er Wasser aus seinen nassen Haaren und wusch die entsprechende Stelle. Das ist ein weiterer Beweis. Warum? Weil das Wasser, das er jetzt aus seinen Haaren gepresst hat, wurde ja schon verwendet, um seine Haare zu waschen. Und er benutzte es und vervollständigte damit den Ghusl. Dann muss dieses Wasser auch Tahur gewesen sein. Dieser Hadith ist ein eindeutiger Hadith in Bezug auf die Thematik, die wir eigentlich gerade besprechen. Doch diese Überlegung ist leider nicht authentisch. Aber sie wird trotzdem zusätzlich erwähnt als zusätzliche Stärkung. Also das heißt, der Hadith stimmt überein mit unserer Ausgangslage. In einem anderen Hadith heißt es, Ar-Rubayy', die Tochter von Mu'awwidh, radiallahu anha, sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem von den Armen übrig gebliebenen Wasser über seinen Kopf strich. Dieser Hadith sagt dasselbe aus. Das heißt, er hat für wie heißt das, für seinen Kopf kein neues Wasser geschöpft, sondern er hat das Wasser genommen, was noch von seinen Händen oder Armen tropfte, und hat damit über seinen Kopf gestrichen. Aber dieser Hadith ist auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Wasser Tahur bleibt. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal das restliche Wasser selbst verwendet. Ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Ghusl immer mit dem von Maimuna übrig gebliebenen Wasser durchzuführen pflegte. Also dieser Hinweis auch darauf, weil wenn das Wasser nicht Tahur wäre, wie hätte er dann das verwenden können für den Russen? Auch die folgende Überlieferung stützt diese Ansicht. Ibn Abbas radiallahu anhu berieferte, manche Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben aus einem Wasserbehälter Ghusl gemacht. Danach kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um daraus Wudu oder Ghusl zu machen. Dann sagte eine Frau zu ihm, ich bin Junub gewesen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, das Wasser wird nicht Junub. Das sind die Beweise der zweiten Ansicht.
die besagt also, dass das Wasser Tahur bleibt, selbst nach einer Verwendung für eine Tahara. Eine dritte Ansicht besagt, diese Ansicht wird Abu Yusuf von der Hanafiya und manchen der Hanabila zugeschrieben. Eine dritte Ansicht besagt, dass solches Wasser Najis sei. Also das heißt, das Wasser ist durch die Verwendung einer Tahara nicht nur Tahir geworden, sagen sie, nein, es ist sogar Najis geworden. Ihre Vertreter stützen sich auf die folgenden zwei Beweise. Erstens, der Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte darin, niemand von euch soll in ein stehendes Gewässer urinieren und sich dann mit Wasser daraus waschen. Sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot nicht nur in solche Gewässer zu urinieren, sondern auch den Ghusl darin zu vollziehen, was darauf hinweist, dass nicht nur der Urin das stehende Gewässer Najis macht, sondern auch der Ghusl. Diese Art der Beweisführung, in der man den Hukm einer Angelegenheit auf eine andere überträgt, weil sie zusammen erwähnt werden, nennt man Dalil al-Iqtiran. Nennt man Dalil al-Iqtiran. Das heißt also, weil das eine das Wasser Najis gemacht hat, nämlich das Urinieren, dann ist es auch das andere, nämlich der Ghusl. Warum? Weil beides in einem Atemzug erwähnt werden. Das ist ein Dalil al-Iqtiran. Die Beweisführung ist daif, aber das ist ihre Beweisführung. Zweitens, der folgende Qiyas. Durch die Entfernung von Hadath verliert Wasser seine Tahur-Eigenschaft, genauso wie durch die Entfernung von Khabath. Die richtigere Ansicht ist die zweite, die besagt, dass das Wasser nach dem Ghusl Tahur bleibt. Die Gelehrten, die diese Ansicht vertreten, argumentieren wie folgt. Erstens, das Wasser hat sich nicht verändert. Das heißt, das Wasser ist immer noch, die Eigenschaften des Wassers sind gleich geblieben. Wir haben keinen Grund zu sagen, dass das Wasser nicht mehr Tahur ist. Aber das ist ja einfach. Interessant ist es ja, die Argumente der anderen zu widerlegen. Schauen wir uns an. Zweitens, Dalil al-Iqtiran ist schwach. Okay, hier steht Dalil al-Iqtiran ist schwach, Punkt. Und wird nicht weiter darauf eingegangen. Warum? Weil das ist eine Angelegenheit aus Usul al-Fiqh. Das heißt, ist Dalil al-Iqtiran überhaupt ein Beweis, ein gültiger Beweis oder nicht? Diese Thematik wird in Usul al-Fiqh diskutiert. Und wir gehen hier davon aus, dass der Iqtiran an sich schwach ist. Aber wer der Ansicht, der Meinung ist, dass sie stark ist, kann damit argumentieren. Aber richtigerweise ist sie schwach. Also die Tatsache, dass etwas im gleichen Zusammenhang erwähnt wird, heißt nicht, dass es. Das Paradebeispiel dafür, sagen die Ulama, ist die Aussage Allahs Ta'ala: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Das heißt, wahrlich, Allah ordnet Gerechtigkeit und Gutes tun an. Allah ordnet Gerechtigkeit und Gutes tun an. Dalil al-Iqtiran würde bedeuten, da Gerechtigkeit angeordnet ist von Allah, ist es Pflicht. Und weil im gleichen Atemzug auch der Ihsan erwähnt wird, ist er auch Pflicht. Aber das zeigt sich in diesem Vers schon, dass diese Beweisführung falsch ist. Weil wenn jemand schon gerecht war, das heißt jedem sein Recht gegeben hat, über sein Recht hinaus steht ihm nichts mehr zu. Und Ihsan ist etwas freiwillig Gutes. Wenn er etwas Gutes tut, tut er mehr, als er eigentlich machen muss. Und das zeigt, dass nicht jede Aufforderung Allahs Azzawajal eine Pflicht ist. Das zeigt sich hier, dass er schwach ist. Und es zeigt sich auch in anderen Beweisführungen, wie zum Beispiel in der Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer ist es? Innam al-Khamr wal-Maisir wal-Ansab wal-Azlam rijsum min amal al-Shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala zählt mehrere Dinge auf, wie zu anderem wer ist es? Alkohol und Glücksspiele und Lospfeile, dass sie alle ein Werk des Satans sind und unrein sind. Unrein sind.
Für hier auch, wie die meisten Gelehrten gesagt haben, ist die Unreinheit, wie heißt es, wer Dalil Ihtiram benutzt als Beweisführung, sagt, dass Alkohol Tahir ist. Aber die richtigerweise Alkohol ist Najis, wie Allah in diesem Vers gesagt hat. Wallahu a'lam. Zweitens, der folgende Qiyas. Durch die Entfernung von Hadath verliert, zweiter Beweis dafür, was jetzt? Zweiter Beweis dafür, dass, Entschuldigung, wir hatten das schon gesprochen, Entschuldigung. Wir hatten es als zweiten Beweis erwähnt, dass Tahur-Wasser Tahur bleibt, selbst nach einer vollständigen Tahara, weil erstens das Wasser sich nicht verändert und zweitens das Argument der anderen, der Dalil-Iqtiran, ist an sich schwach. Ist an sich schwach. Außerdem im authentischen überlieferten Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu geht es um die Reihenfolge, dass man nämlich nicht erst urinieren und dann den Ghusl vollziehen soll. Man darf also niemandes Wasser verschmutzen, sodass er es für den Ghusl nicht mehr verwendet, sodass es nicht mehr für den Ghusl verwendet werden kann. Vor allem im Hadith Abu Huraira geht es nicht darum, dass man das sowohl das eine als auch das andere, das Wasser, in dem man sich wäscht, najis macht, sowohl der Ghusl als auch das Urinieren, sondern es geht darum, du sollst nicht in stehendes Gewässer dein Geschäft verrichten, weil es kann sein, dass danach jemand dieses Wasser zum Waschen benutzen möchte. Das ist mit dem Hadith offensichtlich gemeint. Drittens, dieser Qiyas behandelt gar nicht unsere Thematik, denn er bezieht sich darauf, dass sich das Wasser durch Beseitigung von Najasa verändert. Hier geht es aber darum, dass eine Tahara das Wasser nicht verändert. Ein Schreibfehler, kurz korrigiert. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Tahur-Wasser auch nach einer freiwilligen oder Wajib-Tahara Tahur bleibt, sofern sich seine Eigenschaften nicht verändert haben. Insofern haben wir jetzt unsere Beweise dargelegt und auch die Argumente dargelegt, zu zeigen, dass das Wasser Tahur bleibt. Und eines der deutlichsten Beweise ist die Handlung des Propheten a.s. selbst, indem wir das gesehen haben, wie er bereits verwendetes Wasser nochmal verwendet hat. Dasselbe gilt auch für den Fall, dass jemand nach dem Schlafen seine Hand in einen Wassereimer taucht, ohne sie vorher dreimal zu waschen. Grundlage dafür ist folgende Überlieferung. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand von euch nachts aufwacht, soll er seine Hand nicht in den Wasserbehälter eintauchen, bevor er sie nicht dreimal gewaschen hat, denn er weiß nicht, wo sie die Nacht verbracht hat. Das heißt, dasselbe gilt auch in diesem Hadith. Wir sagen, das Wasser wird dadurch nicht najis. Es sei denn, es hat seine Eigenschaften verändert. Aber wenn man diesem Hadith zuwider handelt, sündigt man. Tut man dies dennoch, sündigt man, aber das Wasser bleibt tahur, sofern sich seine Eigenschaften nicht verändern. Und diese Ansicht, dass man nach den Eigenschaften des Wassers geht, ist auch die einfachste Ansicht praktisch und diejenige, die am wenigsten Zweifel übrig lassen. Weil es kann sein, dass man etwas tut, wie zum Beispiel die Hand ins Wasser tauchen, da weiß man nicht, hat man Najasa an der Hand gehabt oder nicht. Für all diese Zweifel kann man beiseite legen und missachten, weil entscheidend ist einfach nur, hat sich die Farbe des Wassers geändert, der Geruch oder die Farbe. Wenn gar nichts davon sich verändert hat, ist das Wasser genauso, wie es auch zuvor war. War es zuvor Tahur, ist es Tahur. War es zuvor Tahir, bleibt es Tahir. Wallahu a'lam. Nach manchen Gelehrten geht es ausschließlich um den nächtlichen Schlaf, doch nach korrekter Ansicht wurde die Nacht nur genannt, weil es der Normalfall ist. Diese Erwähnung hat deshalb keine einschränkende Bedeutung. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn jemand von euch nachts aufwacht, soll er seine Hand nicht in den Wasserbehälter eintauchen, bevor er sie nicht dreimal gewaschen hat. Jemand könnte sagen, ja, was ist, wenn er tagsüber geschlafen hat und tagsüber aufwacht? Wir sagen, es gibt keinen Unterschied. Warum hat er die Nacht erwähnt? Ja, weil das meistens der Fall ist. Weil das meistens der Fall ist. Nicht, weil das irgendwie einen Einfluss hätte auf das islamische Urteil. Es hat keinen Einfluss auf das islamische Urteil,
sondern das wurde nur erwähnt, weil das meistens so ist. Das heißt, du kannst diesen Satz streichen. Du kannst auch sagen, wenn jemand von euch aufwacht. Fertig. Weil entscheidend ist, dass er bei Nacht nicht weiß, wer ist es, wo seine Hand die Nacht verbracht hat. Und deswegen kann er, soll er es vermeiden, seine Hand aus hygienischen Gründen in den Wasserbehälter zu tauchen. Außerdem er Wudu macht. Aber damals ja, hat man eine Schüssel gehabt und hat daraus Wasser geschöpft. Und deswegen sollst du nicht daraus Wasser schöpfen. Erstmal Wasser gießen in deine Hände, dreimal die waschen und danach kannst du mit deiner Hand in den Eimer greifen. Und ansonsten heutzutage, wir haben mit diesen Bestimmungen oft wenig zu tun, weil wir einen Wasserhähne haben und wir greifen gar nicht mehr irgendwie in Wasser hinein. 2.2.8.3 Restwasser einer Frau für einen Mann. Hier geht es nicht um das für eine Tahara verwendete Wasser, sondern um dasjenige, das davon übrig bleibt. Grundlage für diesen Abschnitt ist folgende Überlieferung. So, und das ist jetzt die gleiche Überlieferung, die wir vorhin schon gehört haben. Und diese wollen wir uns genau näher anschauen. Also noch einmal, Humayd al-Himyari sagte: Ich traf einen Mann, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam 4 Jahre, müssen es heißen vorhin, 4 Jahre, nicht 40 Jahre. Ja. Ich traf einen Mann, der den Propheten 4 Jahre lang begleitete, ebenso wie ihn Abu Huraira begleitete. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass eine Frau sich mit dem restlichen Wasser eines Mannes wäscht oder auch, dass ein Mann sich mit dem restlichen Wasser einer Frau wäscht. Musaddad fügte in seiner Version zu, sie sollen gleichzeitig schöpfen. Für diesen Abschnitt ist folgende Überlieferung entscheidend. Al-Hakam ibn Amr ibn al-Aqra berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot, dass ein Mann mit dem restlichen Wasser einer Frau den Wudu vollzieht. Es geht nun um die Frage, ob ein Mann das Restwasser einer erwachsenen Frau, die alleine eine Wajib-Tahara durchgeführt hat, anschließend für eine Tahara verwenden darf. Also achtet auf die Eigenschaften, die erwähnt worden sind. Es geht um das Restwasser nach einer Wajib-Tahara von einer erwachsenen Frau, die dieses Wasser alleine für sich verwendet hat und auch für eine vollkommenen Tahara. Für eine vollkommene Tahara. All diese Eigenschaften müssen erfüllt sein, gemäß diesem Hadith. Dann können wir sagen, dieser Hadith greift und wirkt. Sobald eine Eigenschaft davon fehlt, können wir nicht sagen, dass dieser Hadith greift und wirkt. Deswegen, Beispiel, wir haben gesagt, die alleine eine Wallah durchgeführt hat. Allein, und alleine ist nicht gemeint, dass sie alleine war, keiner war mit ihrem Raum, sondern gemeint ist, dass sie das alleine verwendet hat, dieses Wasser. Nur sie hat es verwendet und kein anderer. Das heißt, schöpfen allerdings beide nicht nacheinander, sondern gleichzeitig mit der Hand aus demselben Behälter, ist der Vorgang unproblematisch. Weil das, dann stimmt der Hadith nicht überein mit der Situation. Deswegen sagte Musaddad in seiner Version, sie sollen gleichzeitig schöpfen. وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. Weil sobald sie gleichzeitig schöpfen, ist diese Eigenschaft nicht mehr gegeben in diesem Hadith. Also noch einmal, alle Eigenschaften müssen erfüllt sein. Zweites Beispiel, wir haben es war keine erwachsene Frau, sondern es war ein Mädchen. Dann gilt diese Hadith ebenfalls nicht. Nächster Fall, es war keine vollkommene Tahara, sondern sie hat nur, eine Frau hat damit angefangen, den Wudu zu machen. Dann darf der Mann das, und dann hat sie aufgehört, Wudu zu machen, welchen Gründen auch immer, dann darf der Mann das restliche Wasser benutzen. Also wie gesagt, alle Eigenschaften müssen erfüllt sein. Auch geht es hier nur um einen vollständigen Ghusl oder Wudu, also weder um einen abgebrochenen noch um eine andere Handlung, wie zum Beispiel Trinken, wie gerade erwähnt worden ist. Erlaubt ist ebenso, dass eine andere Frau oder ein kleiner Junge das übrig gebliebene Wasser einer Frau benutzt, denn im Hadith ist die Rede von Männern und Frauen. Das heißt, angenommen, alle Eigenschaften sind erfüllt, dann darf ein Mann das restliche Wasser nicht benutzen. Darf eine andere Frau es benutzen? Ja. Darf ein Mädchen es benutzen? Ja.
Darf ein Junge es benutzen? Ja. Ebenso ist es erlaubt, das Wasser zu verwenden, wenn die Frau beim Waschen nicht alleine war, sondern jemand anwesend war. Nach der Ansicht, wie gesagt, dass es bedeutet, niemand war dabei. Dies ergibt sich daraus, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Al-Hakam ein Verbot aussprach. Im Hadith von Aisha hingegen heißt es, Aisha sagte, ich pflegte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Rüssel zusammen aus einem einzigen Behälter zu vollziehen. Also dieser Hadith zeigt ja, das heißt, wenn man es zusammen mit seiner Frau den Rüssel vollzieht aus einem einzigen Wasserbehälter, ist unproblematisch. Problematisch wäre es, wenn die Frau es zuerst macht und danach der Mann mit dem restlich übrig gebliebenen Wasser. Folglich kann sich das Verbot nur auf den Fall beziehen, in dem man nicht zusammen mit der Frau aus einem Behälter schöpft. Mit dem Alleine-Sein, Chalwa, ist eines von zwei Dingen gemeint. Erstens, niemand hat sie dabei gesehen. Wenn jemand sie also beim Verrichten des Ghusl sieht, war sie nicht mit dem Wasser alleine. Zweitens, gemeint ist, dass kein Mann mit ihr zusammen aus dem gleichen Wasser geschöpft hat. Das heißt, sie hat alleine zum Beispiel Ghusl damit gemacht. Das ist die stärkere Ansicht, wie wir schon gerade gesagt haben. Es geht also nicht darum, dass sie nicht gesehen worden ist, alleine gewesen, örtlich im Sinne, sondern dass sie alleine das Wasser für sich benutzt hat und keine andere Person mit ihr zusammen. Die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass dieses Wasser bedingungslos erlaubt ist, sowohl für den Wudu als auch für den Ghusl. Auch wenn alle Eigenschaften davon erfüllt sind. Die zweite Ansicht besagt, dass einem Mann der Ghusl nicht erlaubt ist. Und das ist diese Ansicht, die wir also bevorzugen aufgrund der Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, zusammenfassend sagen wir, na, schauen wir erstmal die Argumente an. Ja, die Argumente derjenigen, die dies erlauben. Diejenigen, die dies erlauben, begründen ihre Ansicht. Das heißt, diejenigen, die es erlauben, dass ein Mann das Restwasser einer erwachsenen Frau, die das für sich alleine benutzt hat und eine vollkommene Tahara vollzogen hat, sie erlauben einem Mann das trotzdem zu benutzen. Was sind ihre Argumente? Und die Argumente bilden die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala. Diejenigen, die dies erlauben, begründen ihre Ansicht mit dem zuvor erwähnten Hadith von Ibn Abbas und dem Restwasser von Maimuna, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam für den Rüssel verwendet haben soll. So viel zu den überlieferten Beweisen. Das sind überlieferte Beweise, die darauf hinweisen, dass diese Ansicht so ist. Das nennt man Adilla Naqliya. Naql ist die transportierten, die überlieferten Beweise. Zu den logischen Beweisen, Adilla Aqliya, gehört der folgende Qiyas, der das stärkste Argument darstellt. Sie sagen, genauso wie eine Frau mit dem übrig gebliebenen Wasser eines Mannes den Wudu durchführen darf, darf dies umgekehrt auch ein Mann, denn in beiden Fällen handelt es sich um Tahurwasser. Weil sie sagen, wir sind uns alle einig darüber, dass eine Frau das übrig gebliebene Wasser eines Mannes benutzen darf. Dann auch umgekehrt. Das ist ihr Qiyas. Und natürlich, der Qiyas ist stark und auch ein Hujja, aber nicht, wenn er einem Hadith widerspricht. Der zweite Qiyas. Genauso wie ein Mann den Wudu mit dem Wasser durchführen darf, aus dem eine Frau gleichzeitig schöpft, darf er ihn auch mit dem übrig gebliebenen Wasser einer Frau durchführen, denn in beiden Fällen führt er den Wudu letztlich mit dem übrigen Wasser der Frau durch. Gemeint ist, dass das Wasser einer Frau, sobald sie einmal geschöpft hat, als übrig geblieben gilt. Yani wenn ein Mann und eine Frau beide aus einem Behälter schöpfen, erst schöpft die Frau, dann schöpft der Mann, dann schöpft die Frau, dann schöpft der Mann und so weiter, dann schöpft er jedes Mal aus dem übrig gebliebenen Wasser der Frau. Das sagen sie als Argument. Das Argument ist nicht so stark wie das erste. Warum? Weil nach jedem Schöpfen hat sie ja noch nicht ihre Tahara vollkommen durchgeführt, sondern sie hat ja nur einen Teil durchgeführt. Und der Hadith, haben wir gesagt, ergreift vollkommen eigentlich erst, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und nicht nur ein Teil davon. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, die Antwort auf diese Argumente. Was den Hadith von Maimuna angeht, so hat er eine Schwachstelle. Das heißt, dieses Argument, den Hadith von Maimuna hat der Prophet ja tatsächlich das übrig gebliebene Wasser benutzt. Aber wenn dieser Hadith eine Schwachstelle hat, dann ist es ein Grund, ihn an dieser Stelle zu verwerfen.
Und was die Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu angeht, in der es heißt, wahrlich, das Wasser wird nicht Junub, so wird ebenfalls die Authentizität in Frage gestellt, sowohl hinsichtlich des Isnad als auch hinsichtlich des Metten, denn in manchen Überlieferungen steht Wudu in anderen Russeln. Sollte der Hadith doch authentisch sein, so greifen folgende Regeln. Erste Regel: Es handelt sich um eine bloße Handlung, die nicht gegen eine klare Aussage standhalten kann. Yani, wir haben eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam und wir haben eine Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn das einem anderen widerspricht, was ziehen wir vor? Wir sagen, die Aussage hat Vorrang. Weil die Aussage macht er bewusst, richtet sich an die Umma, seine Umma. Aber seine Handlung, es kann sein, dass er etwas gemacht hat aus bestimmten Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, die wir in diesem Moment nicht mitbekommen haben. Wir haben jemand das beobachtet, hat aber nicht alles gesehen, hat nicht den Beweggrund mitbekommen. Und deswegen ist die Aussage des Propheten in solchen Fällen seine Handlung vorzuziehen. Zweite Regel: Wenn ein verbietender Beleg einen erlaubenden widerspricht, wird der verbietende vorgezogen. Das heißt, wir haben einen Hadith, in dem der Prophet gesagt hat, ein Mann darf nicht das übrig gebliebene Wasser einer Frau benutzen. Und wir haben einen nach dem Russen. Und wir haben einen Hadith, in dem der Prophet es aber gemacht hat. Das erste war verbietend, das andere war erlaubend. Was ziehen wir vor? Das Verbietende hat Vorrang gegenüber dem Erlaubenden, aufgrund dieser Regel. Also hat der Hadith, in dem der Prophet es verboten hat, Vorrang gegenüber dem Hadith, der es erlaubt hat. Weil das sind alles Regeln aus Usul al-Fiqh. Eine andere Ansicht lautet, dass das diesbezügliche Verbot nicht als Haram, sondern als Makruh zu verstehen ist. Weil die Ansicht gibt es auch unter den Ulama, rahimahumullah. Das ist auch eine Form der Zusammenführung. Wieso hat er es gemacht, obwohl er es verboten hat? Naja, dann weist es wohl darauf hin, dass es nicht haram ist, sonst hätte er es nicht gemacht, sondern es ist maximal makruh. Warum hat er es dann gemacht? Um zu zeigen, dass es nicht haram ist. Wallahu a'lam. Und das ist eine zweite Argumentation. Das waren die Argumente der Gelehrten, die sagen, dass es erlaubt ist, das Wasser zu verwenden. Schauen wir uns die Argumente an der Gelehrten, die das verbieten. Die es verbieten, dass ein Mann das übrig gebliebene Wasser einer Tahara, einer Frau, benutzen darf, wenn sie es alleine benutzt hat für sich. Erstens, sie stützen sich auf den zuvor erwähnten Hadith von Humayd al-Himyari. Diesen Hadith versucht die andere Gruppe zu verwerfen, weil sich im Isnad offensichtlich eine unbekannte Person befindet. Aus der zitierten Überlieferung wird jedoch ersichtlich, dass es sich dabei um einen Sahabi handelt, weshalb der Isnad geschlossen ist. Wir haben ja vorhin gesagt, er sagte, ich habe einen Mann getroffen, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam 4 Jahre lang begleitet hat. Dass diese Person unbekannt ist, stört uns nicht weiter, weil es ein Sahabi ist. Aus der zitierten Überlieferung wird jedoch, also, na, deswegen, des Weiteren begründet sie ihre Ansicht mit der Überlieferung von Al-Hakam ibn Amr. Nämlich, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verbot, dass ein Mann den Wudu mit dem übrig gebliebenen Wasser einer Frau durchführt. In diesem Hadith ist zwar vom Wudu die Rede, aber es geht grundsätzlich um eine komplette Tahara und nicht nur um den Wudu, was der folgende Hadith von Abdullah ibn Sarjis radiallahu anhu, der nach korrekter Ansicht als Marfu' sahih ist, beweist. Abdullah ibn Sarjis radiallahu anhu sagte: Eine Frau darf den Wudu und den Ghusl mit dem übrig gebliebenen Ghusl und Wudu-Wasser eines Mannes durchführen. Aber ein Mann darf nicht den Wudu mit dem übrig gebliebenen Ghusl und Wudu-Wasser einer Frau durchführen. Weil dieser Hadith von Abdullah ibn Sarjis, radiallahu anhu, ist einer der deutlichsten Hadithe, die genau diese Thematik wiedergibt und zusammenfassend wiedergibt. Tatsächlich gibt es einen Unterschied, ob es ein Mann den Wudu durchgeführt hat, beziehungsweise Ghusl, oder eine Frau den Ghusl oder Wudu durchgeführt hat. Und er hat ja die deutliche Unterscheidung gemacht. Und aus diesem Hadith ergibt sich, dass diese Thematik bezüglich dem Wudu nur für den Mann im Hinblick auf nur für den Mann im Hinblick auf die Frau Gültigkeit hat, nicht aber umgekehrt. Das heißt, vollzieht die Frau den Wudu oder den Ghusl vollständig, darf ein Mann danach nicht das Wasser verwenden für eine Tahara.
Vollzieht allerdings ein Mann den Ghusl oder Wudu vollständig, darf eine Frau danach den Ghusl, Tahara, den Ghusl oder den Wudu danach mit dem überschüssigen Wasser vollziehen. Die richtige Ansicht ist, dass ein Mann nicht mit dem übrig gebliebenen Wasser, das eine Frau für Ghusl oder Wudu benutzt hat, Ghusl oder Wudu durchführen darf. Die Begründung. Diese Ansicht stützt sich auf folgende Regel: Ein Verbot ist grundsätzlich als Haram zu verstehen, solange nichts auf etwas anderes hinweist. Das heißt, der Verbot, Prophet hat das verboten, also gehen wir davon aus, dass es Haram ist, also für einen Mann das zu machen. Außerdem sind die Einwände gegen die Beweise, die für diese Ansicht sprechen, nicht einwandfrei. Weiterhin gilt, dass bei widersprüchlichen Überlieferungen Aussagen, Handlungen vorgezogen werden. Dieses Verbot ist auf der einen Seite Ta'abbudi, das Wasser verliert also aufgrund des Verbotes nicht seine Tahur-Eigenschaft. Deswegen müssen wir unterscheiden und sagen, das Wasser bleibt immer noch Tahur. Aber es ist trotzdem für den Mann verboten, es zu benutzen, das übrige Wasser einer Frau nach einer Tahara oder Ghusl, das sie für sich eine benutzt hat, zu verwenden. Für einen Mann ist es verboten, es zu verwenden, aber das heißt nicht, dass das Wasser deswegen Tahir geworden ist oder Najis geworden ist. Deswegen sagen wir, das ist Ta'abbudi. Ta'abbudi heißt, wir können die Wirklichkeit nicht nachvollziehen. Das ist eine reine Sache der Ibadah, die wir so annehmen. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten für den Mann und nicht verboten für die Frau? Das nehmen wir einfach so hin und sagen, Sami'na wa ata'na. Das nennt man Ta'abbudi. Es ist nicht logisch nachvollziehbar, sondern der Prophet hat das gesagt, a.s.w. Deswegen haben wir das so anzunehmen. Andere Gelehrte sehen die Illa darin, dass der Gesetzgeber Vorsichtsmaßnahmen gegen Zweifel treffen will, damit man hinterher nicht in Frage stellt, ob das verwendete Wasser Tahur war oder nicht. Umgekehrt, Restwasser eines Mannes für eine Frau, dies ist aufgrund der Überlieferung von Abdullah ibn Sarjis radiallahu anhu erlaubt. Manche Gelehrte sprechen sogar von einem Ijma', weil sowieso ist die Thematik an sich kontrovers. Und alles, was wir gesagt haben, bezieht sich nur auf den Mann, wenn er das übrige Wasser der Frau verwendet. Wenn diese Sache kontrovers ist, dann umgekehrt sogar diejenigen Gelehrten, die das nicht erlauben, erlauben allerdings, dass eine Frau das übrige Wasser eines Mannes benutzt, und manche reden sogar von einem Ijma', wie bereits darauf hingewiesen. Bleiben wir an dieser Stelle stehen. Nehmen wir noch den letzten Abschnitt 229, bevor eine relativ neue Thematik anfängt. Und zwar geht es hier um Najis Wasser Tahur bzw. Tahir machen. Also wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir Tahur-Wasser haben und das wird Tahir und das wird Najis. Jetzt ist die Frage umgekehrt. Wir haben Najis-Wasser. Kann es Tahur werden oder Tahir werden? Najis-Wasser wird durch einen der folgenden drei Vorgänge Tahur. Erstens, dem Najis-Wasser wird so viel Tahur-Wasser hinzugefügt, dass die Wassereigenschaften so sind, als wären sie nie durch Najasa verändert worden. Also haben wir beispielsweise Wasser, in das Urin getropft ist. Dieses Wasser ist jetzt Najis. Wenn ich aber dieses Wasser in einen Behälter mache, beziehungsweise Behälter mache, in eine Badewanne reinmache oder in einen riesigen Kanister reinmache oder ein Fass reinmache und dann 100 Liter darauf gieße, sodass ich nicht mehr den Urin schmecken, riechen oder die Verfärbung sehen kann, dann gilt das gesamte Wasser als Tahur. Zweitens, die Najasa hat sich verändert, mit Beispiel Alkohol, der zu Essig wurde. Alkohol ist Najis, aber hat er sich chemisch verändert und wurde zu Essig, dann ist der Alkohol nicht mehr Najis, weil er kein Alkohol mehr ist, sondern es ist Essig geworden, also ist Tahir. Drittens, die Najasa wird so entfernt, dass davon im Tahur-Wasser keine Spuren mehr sind. Beispiel: Ein Brunnen, aus dem ein Meitah-Tier, ein verändertes Tier,
entfernt wurde, sodass das Wasser nach gewisser Zeit keinerlei Auffälligkeiten mehr aufweist. Ich habe Wasser, darin ist Najasa. Wenn ich es schaffe, durch ein Verfahren, wie hier das Tier einfach aus dem Brunnen wegzunehmen, oder zum Beispiel durch ein Verfahren schaffe ich das, die Najasa zu trennen von dem Tahur-Wasser, und es bleibt nur noch Tahur-Wasser übrig, gibt es keinen Grund zu sagen, dass dieses Tahur-Wasser nicht mehr Tahur ist, weil die Najasa ist ja davon entfernt worden. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Inshallah machen wir nächstes Mal weiter beim Kapitel 2.3. Wa jazakumullahu khairan für eure Aufmerksamkeit.